Yay, und man hört wieder die Slicks laufen. Deswegen werden wir in den nächsten Screen reinschleichen. Hier passiert aber nichts. Das ist schön. Und jetzt kommt, glaube ich, das... Ja, genau. Hier ist nämlich wieder ein Geheimnis. Sieht man hier unten an den kleinen Fläschchen. Ist nur die Frage, wo das ist. Ich schätze mal aber hier. Ja. Wunderbar. So, mal sehen, wo wir jetzt hier hinkommen. Ah, das ist das, wo ich, also, wegen diesen Udakens bin ich eigentlich zu Dennis gekommen. Weil ich wissen wollte, wie man diese rettet. Und habe dann noch zusätzlich erfahren, dass im ersten Screen auch noch ein Geheimnis war. Von daher, ja, wir retten euch mal. Retten wir euch mal. Ich will erstmal gucken, ob hier wirklich alle mitgekommen sind. Ja. Nicht, dass sich einer irgendwie gedacht hat, ach nö, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich putze hier lieber den Boden. So. Dann nochmal hier lang. Ich wollte gerade sieben Leute im Stollen und 31 haben wir schon. Also sieben Leute brauchen wir noch. Mein Vater mochte auch sehr gerne diese fliegenden Slicks. Der hat ihn nämlich immer nachgemacht mit so. Jetzt muss ich erst mal gucken, ob ich das hinkriege. So hat er die nachgemacht. Ja gut, dann rennen wir mal. Tot. So. Wir machen ein Quick Save. Und wir sehen da unten wieder grüne Fläschchen. Das heißt in diesem Bildschirm. Ja, nicht unbedingt mit diesem Bildschirm, aber man muss irgendwas mit diesem Bildschirm machen. Dann kommen wir in ein Geheimnis und. Ich weiß nicht, von wo ich abspringen muss, aber ich versuch's einfach mal. Es hat nicht gereicht. wir müssen in diesen Brunnen reinspringen. Das heißt, ich denke, wir müssen mit Anlauf springen. Hoffentlich. Nicht, dass das dann zu weit ist. Mal gucken. Und deswegen bin ich halt sehr froh, dass wir hier die Quick-Save-Funktion haben. Weil da kann man dann immer so ein bisschen ausprobieren und gucken. Ach, scheiße. Und gucken, ist er jetzt wirklich ein Geheimnis? Dann lässt man sich einfach mal in den Abgrund fallen und muss halt nicht von ganz von vorne vom Kapitel irgendwie wieder anfangen, wie es dann im ersten Teil der Fall war. So, jetzt müssen wir nur noch zum richtigen Zeitpunkt Dreieck drücken. Ich hätte vielleicht auch mal was zur Steuerung sagen können. So, das müsste jetzt passen. Ja. Und bekünden. So. Quick Save. Also mit Dreieck. Ja, mit Dreieck machen wir einen großen weiten Sprung. Mit X setzen wir uns hin. Mit R1 rennen wir. Mit R2 schleichen wir. Steuerkreuz halt ganz normal. Nach oben springen wir. Wenn wir nach oben drücken. Was Quadrat und Kreis jetzt machen, weiß ich gar nicht aus dem Kopf. Okay, wie kommen wir denn jetzt dahin? Ah, Moment, okay. Wir müssen jetzt einen Stick hier hinlocken, damit wir den übernehmen können. Weil hier in dem Bildschirm befindet sich kein Auge. Okay, das hat schon mal funktioniert. Und du bleibst hier.
Es ist nämlich auch manchmal so, dass die dann wieder aus dem Bildschirm rausrennen und dann bricht halt dieser Challenge-Vorgang ab und das ist halt kacke. Ja. Was aber hier leider nicht mehr funktioniert ist, im Gegensatz zum ersten Teil, da ging es nämlich, dass man mehrere Male auf den Stick draufschießen konnte und der dann erst ein paar Kugeln noch abgefangen hat und dann explodiert ist und jetzt schießt man einmal auf den und er fällt halt um und ist tot. Finde ich ein bisschen schade. So. Dann geht's ab nach oben. Wir machen aber erstmal einen Quicksave, denn man weiß ja nicht, was auf uns zukommt. Wir haben das zwar schon gesehen, was auf uns zukommt. Ein Motorrad nämlich. So, hier müssen wir den Stick einfach weise benutzen und den in die Mine reinrennen lassen, damit wir da unten durchkommen. So, so, so. 7 Stück hat er gesagt, ne? Der Tafel. Jetzt haben wir noch 4. Wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Wir machen einen Quicksave. So. Wo sind wir hier? Ach so, jetzt kommen wir da oben raus. Den guten Freund hier können wir auch übernehmen. Ich glaube, der kommt auch immer wieder. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Ich fliege hier hinten einmal nochmal ab. Okay, hier ist nichts. Ich komme sowieso, glaube ich, gar nicht mehr hier oben hin. Hier müsste auch der Tod sein. Ja. Weil sonst hätten wir da, glaube ich, den Screen wechseln können. Aber ich weiß, dass es hier nach oben geht. So. Komischerweise checken die, dass wir Apes sind. Weil die schießen nämlich direkt auf uns. Oh. Das war schlecht getimed. Mit Verstand. Okay. Quick Save. Denn wir müssen jetzt hier durch. Und die hätten uns erschossen. So, das ist immer eine sehr schöne Stelle hier. Damit wisst ihr eben, dass ich oft Quick Saves mache. So. Hier müssen wir dann hoch, wenn der unten ist. Und... okay. Gut. Den müssen wir auch tot machen, denn sonst kommen wir nicht ins Geheimnis rein. Weil er uns nämlich, wenn wir mit Ape hier hinkommen, direkt umnietet. So. Da können wir, glaube ich, nicht lang. Dann können wir den jetzt platzen lassen. Fletch. So, dann können wir... 4 Stück fehlen uns noch, genau. Quick Save. Immer wichtig. So, dann gucken wir erstmal, was ist hier. 1, 2, 3, 4, 5. Achso, das sind die 5, die uns sowieso verhelfen. Dann. Hier müssten dann, glaube ich, die 4 sein. Ja. Genau. Die oben die 5. Da wollte ich doch gar nicht hin. Oben die 5 gehören nämlich zur Story, deswegen werden die, glaube ich, nicht mitgezählt. So. Hier findet der
CD-Wechsel statt, denn das Spiel besteht aus zwei CDs, aber da sind wir noch lange nicht. Also da fehlt noch ein bisschen was. Wenn wir die ansprechen, machen die... Oh, 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 oh. Die haben auch alles leer getrunken, wie man sieht. Es ist nichts mehr in dem Automaten drin. Und das Schöne ist auch, Soulstorm wird nach New and Tasty... Also es hieß eigentlich, am Anfang sollte es ein Remake von Apes Exodus sein. Jetzt ist es aber irgendwie... Also es sollte kein Remake sein, sondern es sollte Apes Exodus sein, wie die Entwickler das eigentlich haben wollten. Denn damals hatten die nur ein Jahr Zeit, um Apes Exodus zu machen. Und da konnten sie es halt nicht so ganz machen, wie sie es eigentlich haben wollten. Und jetzt sollte halt Soulstorm so werden, wie Apes Exodus eigentlich werden sollte. Aber irgendwie ist es jetzt auch nicht mehr ganz so. Es wird ein ganz neues Spiel, sagen die. Ich weiß es nicht. Es sollte auch eigentlich schon letztes Jahr rauskommen. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch rauskommt, aber ich glaube, wenn es dieses Jahr nicht rauskommt, wird es im Frühjahr nächsten Jahres rauskommen. Schätze ich mal. So, zurück zu Stollen 2 wollen wir nicht, denn wir wollen jetzt in den Kessel. Wir speichern, also ein Quicksave machen wir. Man könnte eigentlich auch nochmal speichern, denn ich kenne ja meine Playstation und die hat halt nicht so immer Bock, ne? Überschreiben. Fertig. So. Dann kann das schon mal passieren, dass sie sich mal aufhängt während einer Sequenz oder so. So, ab in den Kessel. So, und da oben haben wir schon eine neue Kreatur. Ich glaube, die gab es im ersten Teil nicht. Das sind nämlich die Slogs. Die sind wie Hunde eigentlich. Kann man so sagen. So, jetzt sehen wir erstmal, was es uns hier so erwartet. Später. Nicht direkt jetzt. Später. So, da haben wir noch ganz kleine. Die sind auch ganz süß, aber genauso böse wie die großen, sind zwar nicht ganz so schnell. So, jetzt mache ich mal einen Quicksave, denn die Dinger werden gleich runterfallen. Ich sollte vielleicht nicht alles spoilern. Da ist die Tür zu. Jetzt machst du Burp. Da fallen sie nämlich runter. Einen haben wir schon mal. Und die müssen wir töten mit dem Blitzi-Blitz. Ich mach lieber einen nach dem anderen. Ja, da war ich zu langsam. denn das Problem ist, die Kleinen sind ja langsamer als die Großen. Und da kann das sein, dass ein Kleiner irgendwie da durchhuscht, obwohl man die ganze Zeit den Hebel da spammt. Da kann das trotzdem passieren, dass einer durchflutscht und uns tötet. Okay, zwei Slogs. Oh, das war Glück. Machen wir hier einen Quicksave, dann müssen wir das Ganze noch mal machen, falls es mich doch jetzt erwischen sollte. So. Und die geben einfach nur noch ein ganz hohes Quietschen von sich. Ja, dann machen wir das Ding mal zu. Und wir hauen ab.